So, und jetzt nochmal hinzufügen. Und überall, wo keine 5 steht, die nehme ich mal raus. Nein, jetzt habe ich einen NPC rausgenommen. Scheiß drauf. Solange wie da unten noch Plus steht, ist es okay. So, dann möchte ich noch bestellen, bitte. Ach so, hoppala. Mindestlager. Wie viele Laptops brauche ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 24 Laptops brauche ich noch. Computer. Ne, wir fangen mal unten an. Komm, die sehen nämlich schick aus. Eins. Davon nehmen wir vielleicht zwei mit rein. Zwei. 3, 4, 5, 6. Ja, ich möchte gleich 6 Stück bestellen, bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind nur 9000, ist gut. Dann nehmen wir noch mal 6, bitte. Alles klar. Vielleicht bis heute Abend. Danke dir, dass du da warst. 1, 2, 3, 4, 5. 6. So, jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Komm, wir bestellen die einfach alle. Wir machen voll. Computer, Computer. Jetzt ist das Geld ja gerade da. 1, 2, 3, 4, 5. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Reicht nicht, oder? Doch, reicht. Dann wollen wir die nämlich mal auspacken. Und dann müsste ich, wenn jetzt alles richtig gelaufen ist, wunderbar.
alle PCs und alle Laptops schon haben, dann kann ich am nächsten Tag die neuen kleinen Konsolen bestellen. Und dann fehlen nur noch die Tablets. Das ist richtig gut. Weil dann kann ich nämlich, sobald das der Fall ist, auch bei Artrock sagen, 90% gehen einmal bitte wieder an den Konzern. Und that's great. Guck mal, der ist schon wieder 18.000. Der Laden hat auf jeden Fall genug Umsatz, um das zu packen. So. Wir fangen auch gleich an hier zu platzieren. Vielleicht schaffe ich nämlich die Laptops wenigstens noch. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe es geschafft, die Laptops zu platzieren. Den habe ich und den habe ich. Ich will jetzt noch der hässliche davon. Hier kommst du hin. Nein! Abbrechen! Da kommst du hin. Ach verdammt, einen habe ich nicht geschafft. Ein letzter hat noch gefehlt. Aber das ist schon okay. Yannick und Darek. Wo haben wir denn Yannick? Ja, du kannst gerne das Gehalt neu verhandeln mit mir. Und wo ist Darek? Da haben wir Darek. So, dann haben wir. Das ist gar nicht so teuer, das ist okay. Dann können wir nämlich noch mehr bestellen sogar. Aber jetzt mache ich erstmal die Werbung. Denn die muss auf jeden Fall sein in dem Laden inzwischen, ja. Computer. Mobilgeräte. Und Mobilgeräte. Und Computer. Jetzt habe ich nämlich noch 10.000, das ist super. Das Mindestlager ist dicht, das ist gut. Dann kann ich mir hier nochmal bestellen. Elektronik, Computer, Computer.
Eins, zwei, drei. Weil die sind nämlich leider auch noch mal teuer. Da muss ich noch mal ein bisschen aufpassen, dass ich die 10.000 nicht überspanne. Bleibt erstmal bei den dreien. So, dann wollen wir noch die vier Leute einstellen, weil vier Leute sind super. Auch wenn das Minus gleich, was da auf meinem Tische steht, gigantisch ist. Weil ich ungefähr 50.000 ausgegeben habe, einfach mal so. Aber das musste auch einfach mal sein. Denn so konnte ich den Laden richtig gut pushen. Und dann fehlen nämlich gleich nur noch die Tablets und die VR-Brillen. Das ist schon mal gut. Dadurch, dass ich jetzt wieder vier neue Mitarbeiter habe, sollte das alles noch viel schneller gehen sogar. So, was kannst du? Weißt du, Verkäufer finde ich, machst du. Nee, aber ich möchte nicht, dass du diese Verkäuferart machst, sondern ich möchte, dass du diese Verkäuferart machst, weil davon habe ich nämlich noch sehr, sehr wenig. Zwar machst du bitte morgens den Begrüßer. Und du hast auch Glück, dass du am Montag noch arbeiten darfst, weil dann bist du nämlich die wunderbare, bist du nämlich schön ein bisschen öfter hier, 4 Tage Woche. Wie sieht es bei dir aus? Das sieht nach Artikelhandhabung aus, finde ich. Guck mal, du kannst freitags abends machen immer. Also auch Montag bis nee, ganz so lange musst du nicht arbeiten. Du kannst dann da anfangen. Guck mal, so haben wir nämlich jetzt so langsam füllt sich der Laden mit den Mitarbeitern. Was kannst du gut? Auch Artikelhandhabung. Mein Gott. Da muss ich mal eben gucken. Dann machst du Donnerstagabend. Weil ich brauche nämlich nicht mehr so viele Artikelauffüller. Die brauche ich nämlich jetzt auch am Morgen dann. Aber das ist okay. Wann machst du die am Abend? Und was kannst du? Marketing. Machst du Freitagmorgen den Laden dicht, ja? Dann haben wir dich nämlich auch voll. Dann haben wir die Marketingabteilung nämlich schon fast vollständig besetzt. Da kommen nämlich ja nur 4 Mitarbeiter rein. Pro Tag. Aber wenn du das doch gut kannst, warum dann nicht auch das machen, ne? So, ich möchte die Zahlen jetzt nicht sehen. Zeig mir die Zahlen nicht. Ah, 44.000. Das geht sogar. Machst du wieder minus 2.000 pro Tag, das war klar. Du machst noch plus, das ist auch gut. Du machst noch plus, das ist gut. Du machst auch noch plus. Ihr macht auch noch alle plus. Dann wollen wir doch mal einen Tag in dem Laden verbringen, ohne dass der Massen an Artikeln bestellt.
muss nämlich auch den letzten PC noch irgendwie platziert bekommen und ich weiß nicht, welcher das ist. Ich weiß, es ist irgendeiner, ist es, aber ich weiß nicht welcher. Das müsste der sein, der jetzt nicht platziert wurde. Da müssen wir mal gucken, welcher Computer wurde denn nicht platziert? Welcher eine große? Der hier wurde nicht platziert. Dann haben wir den Übeltäter nämlich auch schon rausgefunden. Hätte ich nicht gedacht, dass wir hier so eine teure Bestellung, also dass wir den Laden so krass schnell voll bekommen. Ich habe eigentlich wirklich damit gerechnet, dass es viel länger dauert. Und auch, dass wir hier so viele Mitarbeiter schon für diesen Laden gewinnen konnten, das ist richtig cool einfach. Jetzt müssen wir hier die ersten drei Spielekonsolen noch platzieren, die wir ja bestellt haben. Genau, die sind sogar schon ausgepackt, vorbildlich hier. Da sind nämlich diese hier. Bald haben wir diesen Laden ready. Klar fehlt noch ein bisschen was, aber auch nicht mehr so viel. Wenn ich jetzt hier ganz in Ruhe den Auffüller mache und meinen Leuten hier ein bisschen unter die Arme greife, müsste das eigentlich jetzt hier laufen, der Laden. Das stecken wir nämlich gleich am nächsten Tag. Tatsache nochmal 20.000 in diesen Laden rein. Also aus dem Unternehmen für Tablets. Und dann hat er eigentlich alles erreicht, was er braucht. Also der ist jetzt hier schon echt krass am Limit. Aber ich habe natürlich jetzt auch super viel Geld in den reingesteckt, ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Er hat gerade 50.000 bekommen. Also eben. Und die sind einfach weg. Die stehen jetzt hier in Ware im Laden. Das muss man immer auch im Auge behalten, ne? Technik ist halt teuer. Wenn jetzt auch noch falsch kassiert wird, hier kriege ich die Krise. Aber der Laden hat Fortschritt gemacht. Super. Hier hinten irgendwas zum Auffüllen. Hier hinten ist alles voll. Den Rest schafft Jan jetzt, glaube ich, auch so.
brillant. Wenn du dich jetzt wieder so in mich reingestellt hättest, dass ich festgebackt wäre, ne? Das wäre so typisch eigentlich gewesen, ne? Jetzt fehlen noch 6 Konsolen und die Tablets sowie die Headset, VR-Brillen. Dann ist dieser Laden auch komplett. Wir haben super viel Ware in diesen Laden geschmissen und ich hätte es nicht gedacht, dass das echt so gut klappt. Aber bei den großen Läden kann man das auch echt irgendwie so ein bisschen bedenkenloser machen als bei den kleinen. Weil die halt trotzdem ins Plus gehen. Das ist halt echt mega cool. Ich glaube, jetzt haben wir das teuerste, haben wir gleich, wenn wir diese 6 Playstations oder was das ist dann noch, ich nenne es jetzt einfach Playstations, 6 Spielekonsolen nenne ich es lieber. Ich will ja keine Werbung machen. Wenn wir die noch im Sortiment haben, dann haben wir eigentlich ja alles fertig. Brillant. So, dann wollen wir mal hier eben machen. Dann sind wir nämlich schon ziemlich fertig. Mit dem ganzen Arthrox-Konzept sogar. Hätte ich nicht gedacht, dass das so zügig geht. Also gerade das Konzept von Arthrox habe ich eigentlich gedacht, es dauert ewig, bis ich das alles habe. Aber nein! Überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht das Problem. Jetzt müssen wir den einen Elegantia-Laden noch umbauen. Und dann sind wir fertig, Leute. Wir kommen heute dazu, dass wir alle neuen Läden so weit haben, dass ich da nur noch einmal zu Besuch hin muss. Was ist denn das? Wie cool ist das denn? Und dann können wir 3 neue Läden aufmachen und dann die 3 Läden werden dann direkt auch mit einem Tagesmanager versehen und auch mit Ware gefüllt. Das geht ja relativ schnell, wie man jetzt hier gesehen hat. Weil die dann ja genug Pullo eigentlich bekommen und die mit den neuen Läden, jeder neue Laden macht dann 3 neue Manager. Also der Relaxa-Laden wird dann für den Relaxa-Manager sozusagen verantwortlich sein. Und ja, so weiter und so fort. Sodass wir da vernünftig dann auch Manager im Hauptquartier haben, sodass das Hauptquartier auch endlich mal voll ist. Ich freue mich so, dass ich auch die alle halten konnte bis jetzt und dass ich denen einfach auch mehr Lohn geben konnte und dass also alles einfach gepasst hat. So cool. Ich habe gerade einfach mal 78 bekommen, das ist auch cool. Ich habe 70.000 steht da, ne? Das ist so heftig. Mein Gott, wie viele Leute hier einfach einkaufen auch, ne? Ich bin beeindruckt. Wie kann das denn so krass sein? Heftig cooler Laden, eher. Also dieser Tag hier bricht definitiv alle Rekorde. Könnte sein, dass das hier der Laden wird, in dem ich auch die 100.000 das erste Mal knacke, Tatsache. Irgendwann, also nicht heute, das ist klar. Vielleicht kann ich ja sogar Tatsache alles bestellen. Dafür muss ich aber wissen, wie viele Tablets ich brauche. Risikoreich. Aber überleg mal, 82.000 ist richtig viel. Richtig viel Asche.
Warum ist so viel Asche hier in diesem Laden? Vier E-Mails nur, das ist gut. Trotzdem wollen zwei Melonen, Alex und Sascha. Alex und Sascha wollen Melonen. Alex und Sascha kriegen Melonen. Wo hab ich dich denn, Alex? Alex möchte Melonen. Hier. Wo habe ich Sascha? Sascha. Sascha, bist du? Ich habe gute Laune, du bekommst Melonen, wenn ich dich finde. Da bist du bekommst Melonen. Zwar so viel mehr. Nein? So? Sehr schön. Dann wollen wir doch mal bestellen. Und mit 30.000 bleiben über. So, fast 30.000. 26.000. Ja, haben wir raus, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Mindestlager 7000 ist das nur. Easy. Jetzt habe ich noch 18.000 übrig. Jetzt muss ich Tatsache auf jetzt muss ich Tatsache erstmal auf meine Fotos suchen, die ich von den Läden gemacht habe, weil ich jetzt zählen muss, wie viel ich brauche. Das weiß ich leider nicht aus dem Kopf. Und zwar brauche ich den Aatrox-Laden. Das ist dieser hier. Das müsste dieses Foto sein. 1, 2, 3. 8 Stück, also 4. Weil ich möchte nämlich hiermit jetzt dann auch endlich abschließen. 1. 2.